Kleine Kicker, große Träume. Ich wollte eigentlich schon immer in Real Madrid spielen. Und noch größere Vorbilder. Messi, Manuel Neuer, Zinedine Zidane. 64 Teams aus aller Welt sind nach Österreich gereist, um sich beim größten U10-Turnier der Welt zu messen. Wir sind die U10 vom FC Bayern. Ob Bayern, Rapid, Dortmund oder Liverpool, die Stars von morgen haben alle dasselbe Ziel. Erster zu werden und das Turnier zu gewinnen. Ins Finale zu kommen. Gewinnen wollen sie alle, wobei die Platzierungen nur nebensächlich sind. Das Wichtigste ist der Spaß am Fußball. Da uns ist einfach ganz wichtig, neben dem sportlichen Erfolg, und der ist unglaublich hier bei diesen Top-Teams, auch ein bisschen ein Miteinander zu nehmen. Wenn man hier sieht, dass Kinder aus Russland neben Kindern aus Brasilien sitzen und die miteinander sprechen, obwohl sie nicht verstehen, dann ist das schon ein sehr schönes Zeichen. Fußball als Sprache, die jeder versteht, und ansteckende Begeisterung, die auf die Zuschauer übergeht. Ja, sehr stolz, keine Frage. Bei so vielen Mannschaften von internationaler Beteiligung ist man natürlich schon sehr, sehr stolz. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es unsere Burschen geschafft haben. Und obwohl es bereits das größte U10-Turnier der Welt ist, man will weiter wachsen. Im nächsten Jahr verdoppeln wir im Finale noch einmal auf 128, machen dann 50 Qualifikationsturniere weltweit. Das klingt schon fast nach Super-GAU, auf das freuen wir uns sehr. Im Finale gewinnt übrigens Benfica Lissabon gegen Rapid. Was bleibt? Ein tolles Turnier für Groß und Klein. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja hier die neuen Messis, Ronaldos oder Alabas.